Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt es vielleicht schon gesehen und Banti vielleicht auch noch nicht. Es gibt keinen Hardcore-Modus mehr. Und ich weiß, dass viele von uns Creatern euch gesagt haben, er heißt dieses Jahr Stufe 1 oder im Englischen Tier 1. Es wird der Hardcore-Modus sein. Das war auch ehrlich gesagt das, was wahrscheinlich viele von euch auch erwartet haben. Und ich weiß, dass viele von euch nur Hardcore spielen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder soll das spielen, worauf er Lust hat. Aber Infinity Ward hat in all ihrer Weisheit, weil sie dieses Jahr Dinge ändern, nach denen keiner gefragt hat, dass sie geändert werden, einen neuen Modus rausgebracht und dafür Hardcore komplett gestrichen, nämlich den Tier 1 Stufe 1 Modus, der in ganz, ganz vielen Belangen nicht mal annähernd an den normalen Hardcore Modus rankommt. Und bevor ich jetzt darüber rede und ihr den vielleicht noch gar nicht gesehen habt, zeige ich den, wo ihr den findet. Denn kein Witz, Leute, Like und Abo dalassen, genau jetzt. Einige haben tatsächlich gefragt, wo man den überhaupt findet. Ich zeige ihn euch. Wir gehen mit der neuen MP rein. Wir spielen einfach live mal eine Runde. Dann schneide ich euch ein paar Tode raus, damit es flüssiger aussieht. Und dann werdet ihr euch freuen und gucken wir mal, wie der aussieht. Und währenddessen spreche ich mit euch drüber, warum dieser Modus zwar für die Weitschüsse, das ist die Platin-Aufgabe, an denen ich gerade dran sitze, trotzdem noch gut ist, weil es ja eine Art Hardcore ist. Aber mit dem richtigen Hardcore-Modus und für Hardcore-Freaks dürfte das eine ziemliche Enttäuschung sein. Das ist ja in diesem Kack-Menü eine absolute Kacke, um ehrlich zu sein. Und ich weiß gar nicht, warum hier irgendwie der Text für Musik läuft. Ich stream gar nicht. Also, ihr seht hier im Menü ganz normal eure Sachen, Shoothouse, Moshpit. Und hier unten, guckt mal hier. Also es ist wirklich, als wenn der Designer, der das gemacht hätte, irgendwie Netflix sonst irgendwie die App bereitstellt. Hier Stufe 1, Mehrspieler. Das ist der neue Hardcore-Modus. Und wenn ihr da seid, könnt ihr mit Drück auf Viereck, bei der Xbox, keine Ahnung, beim PC, keine Ahnung, es ist dasselbe, auf derselben Höhe, einstellen, welche Modi ihr eigentlich so spielen wollt. Und ich kann euch nur eins sagen, Abschluss bestätigt, Herrschaft, gerade wenn ihr jetzt irgendwie Waffen leveln wollt, ist es die beste Alternative. Das hier, den RPG, den muss ich gerade noch leveln. Die anderen habe ich alle auf Gold und ihr könnt es auch sehen, ich habe alle Waffen fertig, alle Waffen sind auf Gold, ich arbeite gerade am Platin. Wenn ihr da mal irgendwie mit reinschauen wollt, das ist teilweise sehr witzig und macht sehr viel Kopfschmerzen, einfach in den Twitch-Stream reinkommen und ihr seht es, Blendgranate, Claymore ist vor allen Dingen, weil ich aktuell eben die Weitschüsse mache und die Claymore hilft mir dabei, denn dass wenn irgendwo mal einer ransneakt und ich den nicht höre oder sehe, dass er davon vergewaltigt wird. Hier, das sind eigentlich meine normalen Perks für Hardcore. Im normalen Modus habe ich hier aber keinen Geist, sondern Zusammenflicken. Zum Zusammenflicken-Perk kriegt ihr immer noch ein separates Video. Das wäre einfach viel besser, wenn du einfach mal deine Schnauze halten würdest. So, und das erste, was euch wahrscheinlich nach drei... Also generell Hardcore, für die, die es jetzt vielleicht gar nicht wissen, Hardcore ist eigentlich der normale Core-Modus, aber ohne Minimap, es sei denn, ihr habt eine Drohne, ohne Anzeige der Munition und vor allen Dingen mit weniger Leben. Das heißt, normalerweise war es so, wenn ihr 100 Leben im Game hattet, habt ihr hier 100, beziehungsweise hier 30 gehabt. Das ist dieses Mal etwas anders. Und ihr seht das jetzt schon, ihr kriegt kein Trefferfeedback, wenn ihr jemanden tötet. Das heißt, früher war es so, ihr habt Hitmarker bekommen, ihr habt Infos bekommen. Wann ist jemand getroffen worden? Wo ist jemand getroffen worden? Ihr kriegt gar keine Info. Teilweise ist es in diesem Modus hier mittlerweile sogar so, dass ihr nicht mal seht, ob jemand ein Teammate ist oder ein Gegner ist. Was daran liegt, dass das Ganze so aufgebaut ist, dass je nachdem, wo ihr seid und irgendwie scheint es auch der Winkel zu sein, er macht Weitschüsse, ist es so, dass ihr diese blauen Punkte über den Gegnern, genauso wie die roten, also blau über den Teammates, rot über den Gegnern, einfach nicht sehen könnt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist so schwierig teilweise zu erkennen, was ein Teammate ist, was ein Gegner ist. Ihr müsst viel mit Soundtouren arbeiten. Oftmals töten euch Teammates und man kriegt es dann gar nicht mit. Das ist das Schlimmste. Es gibt kein Killfeed hier. Es gibt kein Feed unten. Es gibt im Prinzip überhaupt gar keine Anzeige, wer wen wann in welchem Maße tötet. Und das Hauptproblem da ist, diese Anzeige ist eigentlich elementar, so dass man weiß, guck mal, ich habe null Ahnung, wo er ist, das ist halt eins dieser Probleme. Es gibt kein Killfeed, nichts sagt euch, wo ein Gegner ist, nichts sagt euch, geh weg! Hör auf zu campen.
Nichts sagt euch, ob ihr vielleicht 10-mal von Teammates abgeschossen worden seid. Ihr habt keine Info darüber, ob ein Gegner auf euch schießt, wie viele Kills die Gegner gerade machen. Ihr habt, normalerweise ist es so, man kriegt einen Killfeed und ihr hört ja. Und wenn ihr hört und den Killfeed dabei habt, oh mein Gott, fast das Leben genommen. Dann habt ihr ja so ungefähr eine Ahnung, wo die Gegner gerade sein könnten. Ihr hört das, die Gunshots, dann hört ihr irgendwie oder seht im Killfeed hier und hier ist jemand gestorben. Das alles gibt es in diesem Modus nicht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Ausführung dieses Modus ist so unfassbar schlecht. Und ich habe MW19 nicht viel gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich weiß nicht viel über MW19, aber MW19 hatte ja einen Realismus-Modus. Und ich bin der Meinung, dass das hier viel, viel weniger Hardcore ist, ups, als tatsächlich einfach der Realismus-Modus aus MW19 mit neuem Namen. Und das war's. Und ich will euch ganz ehrlich sagen, es ist so enttäuschend, dass wir nicht den normalen Hardcore-Modus haben, der meiner Meinung nach, ich bin kein Hardcore-Spieler, aber ich habe natürlich über die Jahre immer wieder Hardcore gespielt. Oh mein Gott. Weil ich eben immer die Weitschüsse und die Headshots für die Waffen gebraucht habe. Und da ist dieser Modus absolut perfekt. Musste jetzt aber hier feststellen, man kann zwar immer noch genauso machen, aber, und das ist das große Aber, dieser Modus hat eigentlich nicht viel mit Hardcore an und für sich zu tun. Man muss es mal ganz ehrlich so sehen. Dazu kommt einfach, dass dieses Game unfassbar verkämmt ist. Shit. Weshalb ihr an jeder Ecke irgendjemanden habt. Und es gibt in diesem Modus keine Option zu sehen, wann wer wen getötet hat. Ihr seht nicht, ob das noch einer. Ihr seht nicht, ob ein Teammate einen Gegner getötet hat, ob ein Gegner ein Teammate getötet hat. Ihr seht gar nichts. Ihr kriegt kein Trefferfeedback. Ihr kriegt überhaupt gar nichts. Und dazu kommt eben, dass ihr extrem laute Fußschritte habt. Und durch diese lauten Fußschritte und Totenstille, die nicht durchgängig verfügbar ist, habt ihr das Problem, dass ihr oftmals überhaupt nicht entspannt zocken könnt. Und ich weiß, gut, das war jetzt eine schöne Szene. Dazu kommt, was vielleicht einige von euch auch noch nicht festgestellt haben, wenn ihr eine Drohne ruft in dem Modus und danach eine Konterdrohne, passiert Folgendes. Die Drohne aktiviert die Minimap für euch. Das war in Hardcore schon immer so, das ist auch hier. Wenn ihr dann aber die Konterdrohne aktiviert, nach der Drohne, passiert genau eine einzige Sache. Die Minimap verschwindet plötzlich für 2-3 Sekunden und die Anzeigen über den Spielern. Das heißt, die roten Punkte über Gegnern, die blauen Punkte über Teammates. Die verschwinden dann genauso. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, ob das so eine Art Strafe sein soll, dass man irgendwie eine Drohne und eine Konterdrohne aktiviert oder ob das einer der unzähligen Bugs ist, die wir hier seit, ich weiß nicht, seit Release eigentlich haben. Na, irgendwo scheint hier noch einer zu sein. Das ist nur die Täuschgranate. Übrigens, kleiner Tipp, ein bisschen schneller zu laufen. Lassen wir es mal stehen. Hinter mir. Das ist halt das Krasse, ne? Sobald ihr... Oh, Runde ist schon vorbei. Das ging jetzt irgendwie relativ schnell und ich habe gedacht, die Runde geht länger. 24 Kills, es ist SBMM, Leute. Es ist einfach, jeder sollte irgendwie gleich viele Kills haben. Aber krass, wie schnell es ging. Nur um zusammenzufassen. Kein Trefferfeedback. Kein Killfeedback. Keine Übersicht, wer wen wann gekillt hat. Keine Minimap. Es ist mehr als 30 Leben. Ich habe festgestellt in privaten Tests mit einem Zweit-Account, dass es anscheinend 40 Leben sind. Zumindest würde das einiges erklären, warum es sich so anfühlt, wenn man 2-3 Hitmarker macht. Man hat nicht mal die Info während der Runde,
ob man Weitschuss gemacht hat, ob man Headshot gemacht hat. Der Headshot ist ein Audio-Clue sozusagen. Das heißt, da hört man das. Das ist dieser extrem geile Sound aus MW2. Aber ob man Weitschuss gemacht hat und alles, gibt es nicht. Das heißt, kleiner Tipp für euch, wenn ihr irgendwie in den Stufe 1 Modus geht für Weitschüsse, geht bei euren Waffen auf das Visier. Das ist... Warte, das ist so komisch hier wegzumachen. Es gibt ein Visier, was euch tatsächlich anzeigt, wie weit etwas entfernt ist. Und dieses Visier braucht ihr, dieses ist das, X10 Angel 40. Da wird auf dem Visier angezeigt, wie weit der Gegner entfernt ist. Und ihr müsst euch dann vorher nur angucken, wie viel Meter für welche Waffenklasse die Weitschüsse sind. Bei den ARs zum Beispiel sind 37 Meter. Ich glaube, bei den MPs 24. Und das könnt ihr online alles finden. Das heißt, Fazit zum Stufe 1 Modus, was echt schnell ging. Ich finde ihn ehrlich gesagt enttäuschend. Ich mochte den normalen Hardcore Modus. Ich mochte es, dass ich Trefferfeedback bekommen habe. Manchmal weiß ich hier in dem Modus nicht, ob ich einen Gegner getötet habe, ob ich ihn nicht getötet habe. Manchmal kriegt man so einen Sound, dass man einen Kill gemacht hat. Manchmal kriegt man keinen Sound. Man sieht es nirgendwo, wer wen getötet hat. Also eigentlich kriegt man gar keine Infos und komplett ohne HUD ist es nichts anderes als der Realismus-Modus aus MW19. Lasst gerne ein Like da, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Sagt mir gerne eure Meinung. Was haltet ihr vom Tier 1 Modus?